Hallöchen, da bin ich auch schon wieder. Im heutigen Video werden wir zusammenfügen, was zusammengehört. Wie wir im Analysevideo zur Familie Landgrab profidetektivmäßig aufgedeckt haben, ist Johnny Schwarz das älteste Kind von Geoffrey und Nancy Landgrab, das wegen seiner weniger elitären Lebensziele und vor allem wegen seines Schulabbruchs von der Familie verstoßen wurde. Seither lebt er am Fuße des Berges, auf dem die Villa seiner Familie steht, und lebt selbst in einem einfachen Trailer. Wir werden heute Gutes tun, indem wir die Zeit etwas zurückdrehen und den Lauf der Dinge verändern, damit die Familie eine zweite Chance bekommen kann. Auf geht's! Als erstes fügen wir beide Haushalte wieder zusammen und lassen Johnny zu seiner Familie zurückkehren. Bevor wir jetzt aber anfangen, am Rad der Zeit zu spielen, erkläre ich euch kurz, wie man das Ganze überhaupt machen kann. Wir geben zunächst ganz normal den Cheat Testing Cheats True ein. Der wird euch nicht ganz unbekannt sein. Damit wir die Sims im Create a Sim Modus komplett umgestalten können, geben wir nun auch den Cheat Cars Full Edit Mode ein. Wenn wir nun mit gedrückter Umschalttaste auf den Sim klicken und ihn im Cars öffnen, können wir verändern, was wir wollen. Eine sehr praktische Sache. Genau das werden wir jetzt auch tun. Wir reisen somit zurück in die Zeit, wo Johnny noch ein Teenager war. Wir verpassen ihm jetzt noch ein zusätzliches Outfit, das den Reichtum seiner Familie etwas mehr zum Ausdruck bringt. So sieht er doch gut aus, seriös und doch nicht zu förmlich. Oh, bevor ich es vergesse, wir rücken jetzt schnell die familiären Verhältnisse zurecht, damit Johnny auch endlich den Platz im Stammbaum hat, der ihm als Kind von Nancy und Geoffrey zusteht. Seine Eltern werden wieder junge Erwachsene sein und nutzen hoffentlich die Chance, ihre Familie zusammenzuhalten. Ich möchte Nancy als auch Geoffrey auch optisch ein bisschen jünger machen und hoffe, euch gefällt, was ich hier fabriziere. Mein Geschmack ist manchmal etwas speziell. Weil ich finde, dass Johnny und Nancy mehr einander ähneln, wollte ich zumindest die Frisur von Vater und Sohn angleichen. Und ich muss sagen, mir gefällt der Look von Geoffrey. Die Frisur lässt ihn viel modischer erscheinen und mit dem Anzug, finde ich, wirkt er auch viel moderner. Was meint ihr? Nancys Make-up möchte ich unbedingt anpassen, vor allem aber die Farbe ihrer Augenbrauen. So sieht sie doch gleich viel hübscher aus. Sie soll wie auch ihr Mann etwas anders wirken. Jugendlicher. Ich meine, sie ist ja auch nun wieder jünger. So ein flotter kurzer Schnitt steht ihr auch, oder? Was meint ihr? Also ich zumindest finde, man könnte sie optisch für eine stylische Karrierefrau halten, die keine Zeit hat, morgens lange ihre Haare zurechtzumachen. Indem wir auch Malcolm verjüngen, können wir ihm sein böses Merkmal nehmen, damit auch was seine Entwicklung betrifft, eine bessere Wandlung möglich ist. Wir geben ihm stattdessen das Merkmal gesellig, das er quasi von seinem Vater vererbt bekommen hat. Die Merkmale seiner Mutter kann er leider noch nicht haben, deshalb sind wir da etwas eingeschränkt. Senkrechtstarter soll sein Bestreben sein. Seine Klamotten gehen natürlich gar nicht, da muss sich noch etwas dran ändern. Da er ein Kind ist, werden seine Eltern seine Kleidung für ihn aussuchen. Aus diesem Grund habe ich mich etwas an den Outfits seiner Eltern orientiert. Sieht er nicht niedlich aus? Ich finde ihn niedlich. Alle vier sehen jetzt richtig schick aus und wie eine Familie, die richtig Geld hat. Passt also. Wie auch bei der vorherigen Zeitreisen-Challenge lade ich diesen Haushalt in meine Galerie, damit ihr ihn dort herunterladen könnt. Ich hoffe, ich habe euren Geschmack wenigstens halbwegs getroffen. So, ein ungewohnter Anblick, die vier so beisammen zu sehen, oder? Eine Sache müssen wir allerdings noch angehen, denn Johnny soll im obersten Geschoss ein eigenes Zimmer bekommen. Auf die Gegenstände, die dort stehen, kann ohnehin verzichtet werden. Regale, Computer, etc. hat die Familie ohnehin genug. Und was sagt ihr? Der Raum ist okay so, oder? Mir war es wichtig, dass Johnny nach wie vor die Möglichkeit hat, seinen Träumen nachjagen zu können. Inwieweit er das in diesem Szenario tut, überlasse ich aber euch. Es gilt zu schauen, wie man seine Interessen mit denen seiner Familie unter einen Hut bringen kann, damit die Familiendynastie erfolgreich weitergeführt werden kann. Johnny lebt nun wieder mit seiner Familie zusammen und besucht wie andere Teenager auch die Schule. Er könnte sich nun Freunde suchen und vielleicht auch schon seine erste Freundin. Sein Ziel soll es sein, erfolgreich zu sein und dennoch seinen Traum zu leben. Hier gibt es nun unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte. Und diese Gestaltungsfreiheit möchte ich euch auch gerne lassen. Er könnte aber in seiner Teenagerzeit verschiedene Fähigkeitspunkte aufbauen, die er für die Entertainer-Karriere benötigen würde, damit er zum einen Auftritte als Komiker geben und zudem diese Punkte später auch für andere Dinge nutzen kann. Wie zum Beispiel für ein Studium, damit ihm später ein hoher Verdienst sicher ist. Ein hohes gesellschaftliches Ansehen wäre ihm damit auch sicher. Und das wäre doch genau das, was sich seine Eltern für die Familie wünschen würden.
Geoffrey und Nancy sollen nicht oder noch nicht, das liegt bei euch, dieses Agenten- und Verbrecherinnen-möchte-gern-Katz-und-Maus-Spiel spielen. Sie sollten stattdessen wirklich etwas erreichen. Geoffrey sollte stattdessen die höchste Stufe der Business- oder der Politikerkarriere erreichen, was auch bestimmt die ein oder andere geldgeile junge Dame anlocken könnte. Die Möglichkeit, ihn eine Affäre führen zu lassen, möchte ich hier auch nur kurz erwähnt haben. Schließlich möchte ich doch nicht jede Ehe in diesem Spiel auf dem Gewissen haben. Oder? Nancy hingegen soll ihre Erfüllung in einem Job wie Innendekorateurin, Ärztin oder dergleichen finden. Bei ihr soll nicht unbedingt das Geld im Vordergrund stehen, sondern dass sie einen Job hat, der sie glücklich macht und fernhält vom Pfad des Bösen. Da bei ihnen das Geld locker sitzt, finde ich die Vorstellung reizvoll, dass die Familie noch einmal Zuwachs in Form eines kleinen Prinzesschens bekommt, um das sich Nancy hingebungsvoll kümmern kann. Zu seinem älteren Bruder soll Malcolm eine enge Bindung haben. Johnny soll ihm als Vorbild dienen und viel Zeit mit ihm verbringen. Bekommt die Familie noch ein weiteres Kind, soll Malcolm als Teenager eines der folgenden Merkmale hinzubekommen: gemein, eifersüchtig oder mag keine Kinder. Ansonsten könnte er in diesem alternativen Szenario die Rolle des schwarzen Schafes bekommen, indem er ein Lebensziel anstrebt, das von seiner Familie nicht gerade begrüßt wird. Er könnte zum Beispiel Archäologe werden wollen oder Umweltaktivist, der den Strand von Sulani vom Müll befreien möchte. Das wären beides tolle Vorhaben, nur halt eben nicht in den Augen seiner elitären Eltern. Vielleicht zieht er dann früh aus, um seinen eigenen Weg zu gehen, wie zuvor sein älterer Bruder Johnny. Was haltet ihr von diesem Szenario? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal, eure Marisa.